Hallo Handwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Zargen-Einbau. Das wird wohl ein Werbungsvideo werden, weil ich habe da was Neues, gibt es noch nicht so lange. Das Werbungsvideo, also ich bekomme dafür auch wieder mal kein Geld oder sowas. Das mache ich von mir aus, um euch ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Ich werde dieses Video aber auch als Werbungsvideo kennzeichnen, sonst kriege ich da am Ende Ärger wegen unlauterer Wettbewerb oder sonst irgendwas. Und das möchte ich damit vermeiden. Also wie gesagt, ich bekomme dafür nichts. Aber worum es geht, Wolfkraft hat hier was Neues rausgebracht. Das sind so Spreizer. Wenn ihr wisst, wenn ihr früher eine Zarge zusammengebaut habt, was das für ein Aufwand ist, die dann in einem Türloch zu integrieren, das heißt mit Keilen und. Jetzt hat Wolfkraft hier was Neues rausgebracht. Da gibt es zwei Versionen von. Das hier ist die neueste Version. Die hat so Klemmen. Ich zeige euch, wie das funktioniert und zeige euch dann auch, wie man eine Zarge einbaut, so dass ihr da keine Probleme habt, wenn die fest ist, dass da irgendwie eine Tür nicht funktionieren sollte. Gut, also erstmal hier zu diesem Spreizer. Also das sind zwei Spreizer und zwei obere Befestigungen. So Klemmen, die zeige ich euch auch gleich. Aber jetzt erstmal zu der Zarge. Wie macht man das mit so einem Teil hier? Ich finde es eigentlich genial. Es ist auch nicht zu teuer. Das heißt, da gehe ich dann wieder mal nach meinem Motto. Wenn man die Zargen selber einbaut, kann man mal wieder viel Geld sparen. Wenn man die Investition macht in diese Spreizer, hat man es hundertprozentig sitzen. Wenn man sie nicht mehr braucht, kann man sie wieder verkaufen. Eigentlich mit wenig Verlust. So, jetzt mal zu der Zarge. Ich schwenke jetzt mal ein bisschen runter, damit ihr das besser seht. Also die Zarge habe ich jetzt schon aufgebaut, beziehungsweise zusammengebaut, auch verleimt. Das Geräusch kennt ihr bestimmt. Das war eine WhatsApp. Na gut, also wenn ihr dann so einen Spreizer habt, den kann man hier einstellen auf Breite der Zarge. Dann habt ihr hier so Nippel, die kommen in die Falz. Ich zeige euch das einfach mal. Also ihr nehmt den ersten, öffnet den und setzt den rein. Weil oben an diesem Winkel hat man ja immer genau die Breite der Zarge, wie sie genau sein muss. Das heißt, hier machen wir das jetzt mal. Wir spannen die. Dann ist die fest durch diese Spanner. Dann schließen wir das Spannrad, wo das auseinander geht, dass die fixiert ist. Dann lösen wir das wieder und setzen das ganz nach unten. Ich würde sagen so 10 cm, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr kippen, damit ihr das besser seht. So 10 cm, ungefähr 10 cm vor Schluss der Zarge. Dann setze ich das wieder ein, spanne das . Die kann man auch in der Höhe verstellen, also für tiefe Zargen. Das ist jetzt eine 125er. So, hier sind so Drehspanner. Das heißt, hier mit diesen Spannern drehen wir in die Öffnung rein und können die damit fixieren. So, jetzt ist die hier unten schon fest. Das Gleiche machen wir auch mit dem zweiten. Den hatte ich eben schon eingestellt an einer anderen Zarge. Den setzen wir in die Mitte, ungefähr da, wo der Schlosskasten ist. Spannen den auch. So. Das war's schon. Jetzt habt ihr die Zarge gespannt, das heißt eingespannt. Damit kann jetzt auch nichts mehr passieren. Die könnt ihr jetzt auch super tragen. Ich schwenke mal wieder hoch. Die könnt ihr jetzt auch super tragen. Ich zeige es euch. So, die ist jetzt richtig stabil.
Also wie gesagt, einen Spanner in der Mitte am Schlosskasten, einen ungefähr 10 cm vor Schluss der Zarge, weil wir müssen ja noch ausschäumen und dass unten auch genug Schaum ist, setzen wir die ein bisschen höher. Dann haben wir noch unsere oberen zwei Spanner, die zeige ich euch gleich beim Einbau, wie die ein bisschen fixiert wird oder wie die fixiert wird. Und wenn man sowas hat, ist es wirklich eine Kleinigkeit, so eine Zarge einzubauen. Also es ist ein Lacher, wirklich. Ja gut, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite beim Zargeneinbau. Danke. So, jetzt sind wir an unserer Türöffnung. Die Zarge habe ich jetzt schon mal reingestellt. Die wird ganz normal reingestellt. Ihr müsst natürlich gucken, nach wo sie aufgehen soll. Die Dehnrichtung links oder rechts. Ganz nochmal, ganz kurz nochmal zu der Dehnrichtung. Wie macht man das? Also ihr habt jetzt zum Beispiel, innen ist jetzt die Falz, wo die Tür aufgeht. Das heißt, wenn ihr innen steht und wo, auf welcher Seite die Bänder hängen, also nach der Seite, wo die Türe aufgeht, wenn ihr euch dann in den Raum stellt, geht nach innen auf, ihr habt die Bänder, wo die Tür hängt und das ist die Dehnrichtung. Also hier ist jetzt Dehnrichtung links. Die Bänder sind auf der linken Seite. Wenn ich innen im Raum stehe und die Tür geht auf, ist Dehn links. Wenn die Bänder auf der rechten Seite wären, wo die Tür dran hängt, ist Dehn rechts. Das nur noch mal so ganz kurz zur Erklärung, weil da haben wir, oder da hatte ich früher auch immer Probleme mit und ja, aber mit den Jahren weiß man es. Also wo die Bänder hängen, ist die Dehn. Ob Dehn links oder Dehn rechts, ist egal. Da, wo die Bänder hängen, ist dann Dehn. So, jetzt habe ich die Spanner, das habt ihr gesehen, habe ich ja reingemacht. Ich komme gleich mit der Kamera ein bisschen näher. Die steht jetzt ganz locker hier drin. Und jetzt habt ihr hier an der Seite, ich muss die Kamera ein bisschen mitnehmen jetzt. So, ihr habt jetzt hier an der Seite unten, hier so Klemmen. Und jetzt könnt ihr die Tür mit diesen Klemmen einfach nach links oder nach rechts einspannen. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Klemmen genauso. Hier sind die auch. Und ihr könnt jetzt einfach rausschrauben bis an die... Also ich gucke immer, dass ich ungefähr den gleichen Abstand habe hier. Und ihr könnt jetzt einfach hier zack, zack und die Tür ist jetzt schon fixiert. Und ihr müsst aufpassen von der Firma. Also wie gesagt, das soll wieder kein Werbungsvideo für die Firma werden. Aber ich finde es genial, weil wie gesagt, früher hat man es immer mit Keilen gemacht und dann hat es nicht hundertprozentig gestimmt. Aber durch diese Aussteifung, durch diese Stange, bleibt das Ganze zusammen. Und dann braucht ihr nur hier zu schrauben. Und ich kriege auch von der Firma wieder nichts, oder ich kriege von der Firma nichts, ich mache das von mir aus. Ist zwar gute Werbung für die Firma, ist mir klar, aber ich möchte euch helfen. Ja, und dabei tue ich es dann auch für die Firma. Na gut, ihr habt die halt in der Mitte, wie ich euch gezeigt habe, und ihr habt die auch unten. So, ihr nehmt dann natürlich eine Wasserwaage dazu. Ich gehe jetzt kurz eine holen. Also ihr wisst jetzt, worum es geht, und dann richten wir diese Zarge mal zusammen aus. So, ich benutze gerne zum Ausrichten immer eine 1,80 Meter Wasserwaage, weil dann kann man die noch schön hier in die Falz reinstellen, weil die Falz ist halt wichtig, weil da halt auch die Türe anschlagen muss. Und deswegen nehme ich dafür immer eine 1,80 Meter Wasserwaage. Ich mache das normalerweise von der anderen Seite, aber weil ihr es sehen wollt, wie es geht, machen wir es jetzt mal von der Seite hier. Dann eine kurze, für oben zu gucken. Ja, steht schon sehr gut. Also der Boden ist gerade. Das sieht gut aus. Das ist ein wichtiges Maß, klar. Sonst alles muss im Waage und im Lot sein, logisch. So, dann gucken wir hier kurz. Guckt da einfach innen. Ist super. Also wenn die Wand gerade ist, dann ist natürlich auch das Lot auch drin.
So, wir gucken kurz hier. So, und jetzt könnt ihr mit diesen Spannern hier, könnt ihr einfach die Zarge genau ins Lot bringen, so wie es sein muss. So, das war schon ein bisschen viel. Weil ihr braucht keine Keile mehr oder sonst irgendwas. So, jetzt muss ich unten einen Widerstand machen, dass die Zarge auch so stehen bleibt. Noch ein bisschen rüberrücken. Also es ist wirklich ein Kinderspiel damit. Ich überprüfe die andere Seite auch. Steht auch super. Dann ziehe ich den unten auch fest. Super. Nochmal überprüfen. Lieber zweimal gucken, dreimal gucken. Auch super. Ja, das war's schon mit dem Ausrichten. Also so schnell geht das. So, jetzt hat die Firma Wolfcraft aber noch einen Zusatz dabei. Das sind diese Teile. Die kommen oben an die Kante dran. Funktioniert genauso wie die Spreizer für in der Zarge. Ich zeige es euch. Ich hoffe, man sieht es auch relativ gut. Also wir drehen die alles ein bisschen zurück, setzen die hier rein, machen sie fest. Das wird einfach nur hier oben in die Falzränge gesteckt. Schrauben den raus, weil die Zarge wird jetzt gehalten. So, jetzt zieht das Ding die Zarge ran an die Öffnung. Die ist jetzt oben schon voll fest. Davon gibt es zwei. Das machen wir natürlich mit dem zweiten auch. Spanne den wieder fest. Das war's schon. Jetzt ist er ausgerichtet. Ich zeige euch das nochmal vom Nahen. Das ist manchmal, wie ihr wisst, ich drehe alles nur einmal. Ich drehe nicht zweimal oder probiere oder sonstiges. Also hier oben seht ihr, hier ist das in die Falz reingekommen. Wenn der Schurz tiefer ist, der ist jetzt hier ein bisschen höher. Das ist aber nicht schlimm, weil wir nicht genau die Bodenhöhe wussten, was wir hier reinmachen. Dann kann man den auch noch gegen das Profil schrauben. Aber brauchen wir in dem Fall nicht. Wir haben hier eingeklemmt mit in dieser Falz und das ist jetzt richtig fest. Also ich bin jetzt richtig fest am Wackeln. Und dann kann man ganz ausschäumen, ohne dass die Zarge sich verdreht oder verkantet oder sonst irgendwas. Also ich muss wirklich sagen, ist eine geniale Erfindung. Die Firma hat zwei von diesen Möglichkeiten, von diesen Spreizstangen für Zargen einzubauen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr auch die richtige kauft. Ich werde es natürlich unter dem Video verlinken, was das für welche sind. Es gibt die auch ohne diese Einstellmöglichkeiten, dass man nur fest einmal einspannt, muss dann aber trotzdem noch hinterkeilen und sowas. Und das hat man bei diesen neuen Spreizern gespart von Wolfcraft. Dann würde ich sagen, schäumen wir mal aus. Das zeige ich euch dann jetzt auch, wie ich das mache. Alles klar, bis später. Dann noch ein paar Kleinigkeiten. Bevor ihr ausschäumt, also ihr müsst auf jeden Fall einen 2K-Schaum benutzen. 2K-Schaum ist extra für Zargen und Türen, dass der Schaum nicht so stark quillt. Es gibt den 1K-Schaum, der quillt ungemein, also der wird 3-4 Mal größer im Volumen und der 2K-Schaum nicht und der wird auch sehr schnell trocken, so dass ihr, wenn ihr mehrere Zargen habt, auch schnell vorwärts kommt. Bevor ihr ausspritzt oder ausschäumt, geht ihr einfach hin mit normalem Wasser und spritzt einmal die ganze Fläche nass. Schön einmal immer so rum. Das hat den Grund, dass der Schaum bessere Haftung hat und er trocknet dadurch auch noch mal schneller. Dann habt ihr den 2K-Schaum. Müsst ihr meistens immer
unten aufdrehen, was hier jetzt auch nicht geht, doch jetzt, geht schwer, muss man manchmal sogar die Zange zur Hilfe nehmen. So, und dann müsst ihr den gut schütteln. Ich fange immer eigentlich unten an, weil der Schaum, wenn er nicht hält und er fällt runter, dann fällt er halt auf den Schaum und nicht einfach so platsch auf den Boden. Ich habe unten jetzt ein bisschen abgedeckt. Ich zeige euch das mal. Einfach hier so irgendwelche Reste hier so auf den Boden gelegt. Ich tue die Kamera noch ein bisschen nach hinten, dann könnt ihr es vielleicht noch besser sehen. So, dann gut schütteln, den 2K-Schaum. So, ich fange wie gesagt unten an. Erstmal ein paar Punkte machen, weil wir nicht wissen, wie weit reicht der Schaum. Dann oben in die Ecke. Oben und unten, an der Seite und oben meine ich. So, dann wieder unten anfangen. Und deswegen habe ich auch gesagt, diese Halter 10 cm höher setzen, damit wir uns die Krallen von dem Spreizer nicht so versauen. Und auf jeden Fall vorher die Bänder reinmachen, die Bänder von der Türe. Weil wenn die Bänder nicht drin sind und ihr schäumt aus und kommt in diese Löcher, dann kriegt ihr diese Bänder nicht mehr rein. Und deswegen ist es wichtig, vorher die Bänder reinzumachen. So, jetzt habe ich mehrere Punkte gemacht. Das wird jetzt eigentlich schon reichen. Aber den 2K-Schaum, den könnt ihr nicht in der Dose lassen. Der ist nicht wieder verwendbar. Also könnt ihr den komplett verbrauchen. Das heißt, ich spritze jetzt einfach alles komplett zu. Oder sagen wir so weit, wie die Flasche reicht. Na, seht ihr, das war's schon. Jetzt ist sie leer. Die Seite habe ich komplett gefüllt. Oben an den Seiten, das reicht. Und hier jetzt bis auf ein paar Zentimeter die komplette Fläche. Ne, mehr ist nicht drin, ist leer. Und das ist eine 400 Milliliter, das heißt, die reicht knapp für eine Zarge. Ich mache die Türöffnung auch immer im Ständerwerk ein bisschen breiter. Also das ist jetzt eine 88,5er Türe bzw. Zarge. Und ich mache die Öffnung mindestens auf 91. Normalerweise sagt man 88,5, aber dann hat man nur einen ganz schmalen Spalt. Und dann muss man durch diesen schmalen Spalt auch noch den Schaum reinkriegen. Und deswegen gehe ich ein bisschen breiter. Der Rahmen von der Zarge hat immer ungefähr 5 cm. Das heißt, wir überlappen dann auf jeden Fall, wenn wir so um die 91 nehmen. Also Öffnungsmaß bei einer 88,5er Türe ist ja Standardmaß, mindestens 91 machen. Normalerweise würde man das auf 88,5 machen, aber ist auf jeden Fall besser. Dann geht genug Schaum rein und ihr habt nicht zu wenig Platz, um dann auszuschäumen, weil dann könntet ihr auch Probleme kriegen mit den Bändern, die Zarge überhaupt in diese Öffnung reinzukriegen und ihr habt nicht die Möglichkeit, die noch genau auszurichten. Ja, ich gehe nochmal mit der Kamera dran, dann seht ihr das auch nochmal. Ich dachte eigentlich, das wird mal wieder ein super kurzes Video. Da bin ich ja schon prädestiniert drin, aber so, ihr seht, hier ist schön zu. Oben auf jeden Fall gucken, dass hier auch Schaum drin ist in dieser Ecke. Auf der Seite auch. Ne? Und da haben wir jetzt einen Freiraum, weil der Schaum nicht mehr gereicht hat. Aber das ist so vollkommen okay. Jetzt quillt er noch ein bisschen nach. Dann wird er einfach abgeschnitten. Der Blendrahmen wird draufgesteckt. Und dann war es das schon. Ja, wie gesagt, also es ist eine ganz klasse Sache. Es werden auch die Laibungen gehalten durch diese Sache von Wolfcraft. Es biegt sich nichts weg. Der Schaum drückt die Zarge nicht mehr weg, weil die Spreizer das halt super aushalten.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, ist ein Kinderspiel für Profis, so auch für Laien, so eine Zarge einzubauen, absolut kein Problem. Das kriegt ihr auch hin. Zarge zusammenbauen, denke ich mal, dürfte klar sein, eine Beschreibung ist immer dabei. Auf jeden Fall Leim verwenden, dass ihr auch Leim auf die Ecken drauf macht, wenn ihr die Zarge zusammenbaut. Weil es gibt doch noch ein bisschen mehr Stabilität, sonst verdreht die sich und ihr habt offene Stellen an der Zarge. Und das muss nicht sein. Also auch ein bisschen Leim verwenden beim Zusammenbauen der Zarge. So, jetzt glaube ich, habe ich aber auch schon wieder mal genug gequatscht und würde sagen, viel Erfolg beim Bauen und wir sehen uns. Alles klar, bis beim nächsten Video. Ciao! Dann noch ein paar Kleinigkeiten. Bevor ihr ausschäumt, also ihr müsst auf jeden Fall einen 2K-Schaum benutzen. 2K-Schaum ist extra für Zargen und Türen, dass der Schaum nicht so stark quillt. Es gibt den 1K-Schaum, der quillt ungemein, also der wird 3-4 Mal größer im Volumen und der 2K-Schaum nicht und der wird auch sehr schnell trocken, so dass ihr, wenn ihr mehrere Zargen habt, auch schnell vorwärts kommt. Bevor ihr ausspritzt oder ausschäumt, geht ihr einfach hin mit normalem Wasser und spritzt einmal die ganze Fläche nass. Schön einmal immer so rum. Das hat den Grund, dass der Schaum bessere Haftung hat und er trocknet dadurch auch noch mal schneller. Dann habt ihr den 2K-Schaum, müsst ihr meistens immer unten aufdrehen. Was hier jetzt auch nicht geht, doch jetzt, geht schwer, muss man manchmal sogar die Zange zur Hilfe nehmen. So, und dann müsst ihr den gut schütteln. Ich fange immer eigentlich unten an, weil der Schaum, wenn er nicht hält und der fällt runter, dann fällt er halt auf den Schaum und nicht einfach so platsch auf den Boden. Ich habe unten jetzt ein bisschen abgedeckt, ich zeige euch das mal. Einfach hier so irgendwelche Reste hier so auf den Boden gelegt. Ich tue die Kamera noch ein bisschen nach hinten, dann könnt ihr es vielleicht noch besser sehen. So, dann gut schütteln den 2K-Schaum. So, ich fange wie gesagt unten an. Erstmal ein paar Punkte machen, weil wir nicht wissen, wie weit reicht der Schaum. Dann oben in die Ecke. Oben und unten, an der Seite und oben meine ich. So, dann wieder unten anfangen. Und deswegen habe ich auch gesagt, diese Halter 10 cm höher setzen, damit wir uns die Krallen von dem Spreizer nicht so versauen. Und auf jeden Fall vorher die Bänder reinmachen, die Bänder von der Türe, weil wenn die Bänder nicht drin sind und ihr schäumt aus und kommt in diese Löcher, dann kriegt ihr diese Bänder nicht mehr rein und deswegen ist es wichtig, vorher die Bänder reinzumachen. So, jetzt habe ich mehrere Punkte gemacht, das wird jetzt eigentlich schon reichen, aber den 2K-Schaum, den könnt ihr nicht in der Dose lassen, der ist nicht wieder verwendbar, also könnt ihr den komplett verbrauchen. Das heißt, ich spritze jetzt einfach alles komplett zu. Oder sagen wir so weit, wie die Flasche reicht. Na, seht ihr? Das war's schon. Jetzt ist sie leer. Die Seite habe ich komplett gefüllt. Oben an den Seiten, das reicht. Und hier jetzt bis auf ein paar Zentimeter die komplette Fläche. Nee, mehr ist nicht drin, ist leer. Und das ist eine 400 Milliliter. Das heißt, die reicht knapp für eine Zarge. Ich mache die Türöffnung auch immer im Ständerwerk ein bisschen breiter. Also das ist jetzt eine 88,5er
Türe bzw. Zarge und ich mache die Öffnung mindestens auf 91. Normalerweise sagt man 88,5, aber dann hat man nur einen ganz schmalen Spalt. Und dann muss man durch diesen schmalen Spalt auch noch den Schaum reinkriegen. Und deswegen gehe ich ein bisschen breiter. Der Rahmen von der Zarge hat immer ungefähr 5 cm. Das heißt, wir überlappen dann auf jeden Fall, wenn wir so um die 91 nehmen. Also Öffnungsmaß bei einer 88,5er Türe ist ja Standardmaß, mindestens 91 machen. Normalerweise würde man das auf 88,5 machen, aber ist auf jeden Fall besser. Dann geht genug Schaum rein und ihr habt nicht zu wenig Platz, um dann auszuschäumen, weil dann könntet ihr auch Probleme kriegen mit den Bändern, die Zarge überhaupt in diese Öffnung reinzukriegen und ihr habt nicht die Möglichkeit, die noch genau auszurichten. Ja, ich gehe nochmal mit der Kamera dran, dann seht ihr das auch nochmal. Ich dachte eigentlich, das wird mal wieder ein super kurzes Video. Da bin ich ja schon prädestiniert drin, aber so, ihr seht, hier ist schön zu. Oben auf jeden Fall gucken, dass hier auch Schaum drin ist in dieser Ecke. Auf der Seite auch. Ne? Und da haben wir jetzt einen Freiraum, weil der Schaum nicht mehr gereicht hat. Aber das ist so vollkommen okay. Jetzt quillt er noch ein bisschen nach. Dann wird er einfach abgeschnitten. Der Blendrahmen wird draufgesteckt. Und dann war es das schon. Ja, wie gesagt, also es ist eine ganz klasse Sache. Es werden auch die Leibungen gehalten durch diese Sache von Wolfcraft. Es biegt sich nichts weg. Der Schaum drückt die Zarge nicht mehr weg, weil die Spreizer das halt super aushalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ist ein Kinderspiel für Profis, so auch für Laien, so eine Zarge einzubauen. Absolut kein Problem. Das kriegt ihr auch hin. Zarge zusammenbauen, denke ich mal, dürfte klar sein. Eine Beschreibung ist immer dabei. Auf jeden Fall Leim verwenden, dass ihr auch Leim auf die Ecken drauf macht, wenn ihr die Zarge zusammenbaut. Weil es gibt doch noch ein bisschen mehr Stabilität, sonst verdreht die sich und ihr habt offene Stellen an der Zarge und das muss nicht sein. Also auch ein bisschen Leim verwenden beim Zusammenbauen der Zarge. So, jetzt glaube ich, habe ich aber auch schon wieder mal genug gequatscht und würde sagen, viel Erfolg beim Bauen und wir sehen uns. Alles klar, bis beim nächsten Video. Ciao!